Nee, das ist der eine. Achso, jetzt hast du da. Kannst du festziehen? Ja. Kannst du festziehen? Theoretisch, ein bisschen, aber. Ja. Wir gucken. Oder wollen wir die Seile oben so machen? Nö, wir machen ja eigentlich nicht viel. Ich glaube, das geht schon. Hauptsache, das ist nicht so, beiseite drin. Hier mit der Schrift da drin und so weiter. Ach so, naja. Wie hat der das gemacht? Hä? Wie hat der das gemacht? Das hat ein Freund von uns gemacht. Der hat das erst in aus geht's ja jetzt nicht. Dann aus und dann, mit so, weißt du, so, das ist so Werkzeug wie bei Zahnarzt oder sowas. Ich bin auch durch Berlin. Ach so. Und dann aus Latex. Ja. Und dann mit Wasser. Gut, ich hätte jetzt naiv gedacht, man hätte in den feuchten Beton was reinschreiben können, aber da muss man natürlich dann das Material, was man da rauskratzt, irgendwo. Das sieht scheiße wieder, aus. Genau, wieder irgendwo hin. Ja, ja, aber wir können jederzeit nachgießen. Ja. Das ist der Vorteil. Ja. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir machen jetzt weiter gar nichts, außer loszugehen, weil wir brauchen jetzt eine gewisse Zeit, um uns in diese neuen Bedingungen, wir gehen ja von hier aus nach Karlsruhe, 700 Kilometer, mal sehen, wie weit wir damit kommen. Wir brauchen eine gewisse Zeit, um uns alle, diejenigen, die zusammen sind, zusammenzufinden, und in die neuen Bedingungen einzuleben. Und das ist wie so eine ziemlich schwierige Geburt, habe ich das Gefühl. Es ist halt wie eine Geburt. Ich lese den Artikel vielleicht nochmal vor, weil das ist, der Originalartikel heißt, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Hier steht, die Bundesrepublik Deutschland ist eine wirtschaftshörige, marktkonforme Demokratie. Das ist halt der Grabstein des anderen. Ne? Im Artikel 20 im Original heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen durchgeführt. Hier steht, alle Staatsgewalt geht von den Lobbyisten aus. Sie wird in abgeschotteten Hinterzimmern und mit uneinsehbaren Geheimverträgen ausgeübt. So heute ungefähr bei fast 90% aller Gesetze der Fall. Im Original heißt es, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden, was vor allen Dingen heißt an den Schutz der Menschenwürde und an die demokratische Grundordnung. Hier steht es, die Gesetzgebung ist an die Vorteile der Wirtschaft gebunden. Und im Original heißt es, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung außer Kraft zu setzen, haben alle Deutschen Recht auf Widerstand. Und hier steht, gegen jeden, der es unternimmt, gegen diese Ordnung Widerstand zu leisten, wird mit allen Mitteln vorgegangen. Das wird ja jetzt immer mehr verschärft. Wir haben das Gefühl, das ist der Grund, warum wir nach Karlsruhe damit gehen, dass in Karlsruhe das Bundesverfassungsgericht, ich will jetzt mal freundlich sagen, überfordert ist vielleicht. Auf jeden Fall nicht mehr so agiert, wie sich das gehört. Und wenn das Bundesverfassungsgericht ausfällt, ist das ganze Grundgesetz nur noch eine Farce. Also weil die Politiker, die kümmern sich sowieso nicht drum. Also wenn das Verfassungsgericht aushält, ist das Grundgesetz nur noch Getön. Sind dann schöne Worte ohne Bedeutung. Und weil wir da die Befürchtung haben, dass das immer stärker so wird, tragen wir jetzt dieses Grabmal zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe. Mit diesen Politikern hier Demonstrationen halten wir für völlig unnötig inzwischen, weil die nichts mehr zu entscheiden haben. Es wäre gut noch für Unterstützung,
für Übernachtung. Es ist noch nicht alles durchgeplant. Und da wäre es gut, sich an Steffi zu wenden. Steffi bleibt in Berlin, um hier die gesamte Struktur, Orga aufrechtzuerhalten. Man findet sie auf der Webseite unsereverfassung.de unter Aktuelles. Da ist eigentlich alles und da ist vor allen Dingen ist ja die Webadresse, die E-Mail-Adresse ist kontakt@unsere-verfassung.de und die Telefonnummer ist da auch drauf. Und da kann man mit Steffi dann Verbindung aufnehmen und weiterhelfen. Und was auch toll wäre, wäre die eine oder andere kleine Spende, damit wir durchkommen. Weil je mehr Leute, desto teurer wird es, ganz einfach. Ja, ich danke sehr für euer Interesse und für eure Aufmerksamkeit. Ja.